Willkommen Leute zu Let's Play Robert Definity 2 Ego Racones. Naja, das ist ein neues Let's Play. Ist das sicherlich schon in den Kopf eingekommen. Ich spiele das jetzt, wo ich Kumankauke beendet habe. Und mich einfach mal erinnern muss, dass das Spiel gut war. Ich habe das nämlich vor ein paar Jahren gespielt. Na, ihr werdet wahrscheinlich schon gemerkt haben, dass alles, was ich Let's Play, ich eigentlich vor langer Zeit gespielt habe. Mal sehen, wie mein Gedächtnis hier noch gut funktioniert. Ob ich noch einiges hier im Kopf habe, wie einiges funktioniert, oder ich schon die Hälfte vergessen habe. Denn ich weiß so einiges nicht mehr. Das könnt ihr mir glauben. Ich habe hier schon mal ein paar Tests gemacht, denn das ist am Anfang immer so gehängt beim Aufnehmen. Und ich glaube, das hängt schon wieder und das wäre aber jetzt richtig kacke. Dann, wenn man es hört. Das wäre so kacke, wenn das jetzt hängt. Ansonsten muss ich nur. Ja, das läuft mir ja ein bisschen flüssig. Jetzt bin ich mal ruhig. Gut, das war der Anfang. So, wo ist die Maus? Ach, da ist die Maus. Erstmal, ach nee, weiblich, männlich. War, was weiß ich. Immer weiblich, da hat man schöne Charakterauswahl. Also was ich jetzt meine, es ist, kann man sehr viel mit Gesicht umstrukturieren, sage ich mal so. Name. Wie will ich überhaupt heißen? Hati Abolo? Ne, boah, das klingt ein bisschen komisch. Welcher Mensch läuft schon durch die Gegend und heißt Hati Abolo? Susi. Mir fällt jetzt nichts gerade ein, vielleicht fällt euch noch einen besseren Namen ein. Ich glaube, den Namen kann man irgendwann ändern. Fanart. Kannst du bitte in meine Richtung gucken? Danke. Fanarte Drachentöterin. Nee, Fanart sieht kacke aus. Hier, Drachentöter sieht doch nice aus. Ja, darum geht's hier irgendwie ein bisschen. Wir jagen Drachen. Ich bin so ein kleiner bisschen Drachenfan, deswegen habe ich ja das Spiel. Sinnlich, braun, blond. Sieht ein bisschen komisch aus. Bürgerlich, blond, fein. Na, kurz. Dreh ich mal ein bisschen um. Ein bisschen umdrehen. Nein, nicht umdrehen. Schade. Ich will kurz den Hinterkopf sehen. Ja. Kann man das? Irgendetwas habe ich ausgelöst. Irgendetwas habe ich ausgelöst. Irgendetwas habe ich ausgelöst. Spüre meinen Zorn. Das ist ja klingt lustig, also nehme ich das. Ja. Wir müssen uns ja cool halten. Und lustig. Dieses Spiel ja handelt ein bisschen um Drachen. Deswegen habe ich es auch gekauft. Ich bin ein bisschen Drachen-Fan halt, sag ich mal so.
Ich glaube, das Problem bei diesen Zwischensequenzen, wenn ich dazwischen reinrede, hängt das ein bisschen. Wir sind da, Leuchtenfeld. Der Ort, an dem unsere Lehrlinge richtige Drachentöter werden. Also nach dem Part werde... Und heute wird diese Ehre euch zuteil. Nach dem Part werde ich, glaube ich, die Einstellung ein bisschen runterschrauben. Wie lauten meine Anweisungen? Ganz einfach. Geht zu den Frauen und Männern, die hier leben, und profitiert von ihrem Wissen. Ja, kein Problem. Das klingt vielleicht etwas vage, aber keine Sorge. In Leuchtenfeld erklärt sich alles von selbst. Kommt der nicht mit mir? Auch wenn ich gerne wieder in das Dorf zurückkehren würde, so ist es mir dennoch untersagt. Nur einmal im Leben darf ein Drachentöter es betreten. Als Lehrling. Schön zu wissen. Es wäre sowieso unbedacht, euch zu begleiten. Diesen Teil des Weges muss jeder Drachentöter alleine beschreiten. Was genau wird mich dort erwarten? Das müsst ihr selbst herausfinden. Habt keine Bedenken. Euch wird nichts geschehen. Das ist ein großer Schritt im Leben jedes Drachentöters. Aber nur wenigen erging es dabei nicht gut. Das kann schon passieren. Und wenn wir uns wiedersehen, bin ich endlich ein echter Drachentöter? Noch nicht ganz, nein. Nach der Initiation kehren wir nach Flussheim zurück, wo das Ritual zum Abschluss kommen wird. Aber darüber sprechen wir im Zeppelin, wenn wir zurückfliegen. Dann bis später. Viel Glück. Jo. Also. Ich glaube, man kann ja die Dinger kaputt schlagen. Ja. Und manchmal ist da was drin, manchmal nicht. Mit einer Waffe geht es natürlich einfacher. Hier in der Mitte haben wir so einen Zieler. Ja, das sind noch die ganzen Anweisungen. Wie reden wir nochmal mit dem rechten Maustick? Viel Glück im Dorf! Der Zeppelin ist startklar, wenn ihr zurückkommt! War das nicht mal immer eh gewesen? Ich glaube, ich muss mal noch ein bisschen Einstellung umändern. Komm, ich will Hasen töten. Ein MP. Aha. Bei ungefähr 300 Hasen kriege ich ein Level ab, glaube ich. Okay, die sind lächerlich. Ah, na gut. Oh ja! Gott, ich muss da ein bisschen an der Einstellung rumfeilen. Komm, ich will aber erstmal diesen Hasen hier. Gott, ich bin so schlecht, ey. Ach, wen interessieren schon Hasen? So. Der Lehrling ist eingetroffen. Ich heiße euch in Leuchtenfeld herzlich willkommen. Der Part könnte ein bisschen kacke werden. Ich danke euch für den freundlichen Empfang. Und ich danke für eure Nachsicht. Die meisten Drachentöter lassen sich ungern einen Lehrling nennen. Wie unangemessen euch doch das Wort Lehrling erscheinen mag für jemanden, der seit dem zarten Alter von 10 Jahren zu einem Elitekrieger erzogen wird. Aber keine Sorge, ihr werdet den Titel des Drachentöters früh genug tragen. What must I tun? Na, ich nehme an, Kommandantin Roda hat sich über eure Aufgabe ausgeschwiegen. Und auch ich kann nicht viel mehr erzählen. Bildmann. Es gibt nur eins hinzuzufügen. Okay. Morgana erwartet euch am Wasserfall. Findet sie und ihr werdet den Grund eures Aufenthalts erfahren. Wer ist Morgana? Die Erzmagierin. Wer? Eine bedrohliche Frau. Aber auf ihre Art ist sie freundlich. Okay. Ihr Labor befindet sich im hinteren Teil des Dorfes bei der Gedenkflamme des Göttlichen. Erzählt mir von der Gedenkflamme des Göttlichen. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich um einen Schrein mit einer Flamme zu Ehren des Göttlichen. Das Becken, in dem die Flamme entfacht wurde, wird von Steindrachen emporgehalten. Dadurch wird die Last symbolisiert, die sie auf ihren Schultern tragen. Die Schuld, die sie sich aufbürdeten, als sie den Göttlichen töteten. Mit wem außer Morgana soll ich noch sprechen? Mit mehreren Leuten. Aber sie wird euch nach ihrem Teil des Rituals schon sagen, was zu tun ist. Schön zu wissen. Die anderen werden kaum Worte für euch übrig haben, bevor ihr nicht mit Morgana gesprochen habt. Euch auch. Naja, das finde ich aber sehr unhöflich. Die werden nicht mit mir reden, also... Finde ich ja richtig kacke. Und höfliches Pack. Ich muss die Einstellung ein bisschen runterschrauben. Also, es stört mich ein bisschen, dass sich alles so ruckelig tut. Oh, guck mal, da liegt ein Buch. Ich glaube, die Bücher kann man auch einnehmen, oder? Yeah. Frederik. Ein Tag für Träumereien ist das heute. Wie du meinst. Und ich habe das Gefühl, dass die gute Morgana mir zustimmt. Oh, ein Hase, noch einer. Ja. Jetzt gibt es bestimmt den Grund, dass ich das mache. An einige lustige Stelle schließe erinnere ich mich noch an das Killerkanickel. So, blöder Hase. An einer bestimmten Anzahl von Hase kommt ein Killerkanickel. Fand ich immer lustig. Guten Tag. Nein! Eine Kombination dieses Gebräus mit den Kräuterauszügen von letzter Nacht könnte eine Implosion zur Folge haben. Ist doch schön.
trotzdem versuchen? Ihr seid manchmal wirklich verantwortungslos. Die redet mit Wasser. Ja, ja. Das sagt ihr so einfach. Ihr könnt ja nicht ein zweites Mal sterben. Was soll man davon halten, wenn man mit Wasser redet? Schön, euch zu sehen, Lehrling. Ich bin Morgana, die Erzmagierin von Leuchtenfeld. Du siehst ein bisschen komisch in den Augäpfeln. Ah, ist ein bisschen extrem, finde ich. Egal. Okay. Entschuldigt meine Frage, aber habt ihr gerade mit euch selbst geredet? Nein, natürlich nicht. Ich habe mit Toral gesprochen, dem Geist eines schon vor langer Zeit verschiedenen Magiers. Toral. Kein Grund, mich krumm anzusehen. Bald werdet ihr ihn selbst zu Gesicht bekommen. Cool. Aber nun zu dem Grund, warum ihr hier seid. Das Ritual, das aus euch einen richtigen Drachentöter machen wird. Man stinkt wie die... Ach nee. Erzähl mir von dem Ritual. Drachentöter zu sein bedeutet, den Drachen zwar zu hassen, ihn aber auch zu verstehen. Ich werde Leuchtenfeld ganz schnell machen, das ist kein besonders wichtiger Teil der Geschichte, deswegen. Kein anderer Orden in Rivellon nimmt das alte militärische Sprichwort »Kenne deinen Feind« so ernst wie die Akademie. Okay. Um dieses Ziel zu erreichen, werde ich euch die Erinnerungen der Drachen übertragen. Danach werdet ihr ihre Sprache, ihre Beweggründe, ihre Stärken und ihre Schwächen kennen. Nice. In euren Augen wird ein silberner Schimmer entstehen, das Merkmal der Drachentöter, wodurch es euch möglich sein wird, den Geist Verstorbener zu sehen. Oh, bitte nicht so extrem. Das Ritual hat einen Nebeneffekt, der jedoch leider nicht zu vermeiden ist. Schmeiß mir die Erinnerung rüber. Dann seid bereit, ein Drachentöter zu werden. Kein Problem. Ist das nicht ein bisschen kalt? Und das war's. Vielleicht fühlt ihr euch für eine Weile etwas benommen oder desorientiert. Ach, kein Problem. Die Reise beginnt von vorne. Euer Lebensweg ist ein leeres Buch, das nun mit Erzählungen und Abenteuern gefüllt werden kann. Bevor ihr jedoch diesen Ort verlasst, um eure Drachensuche anzutreten, solltet ihr mit den hier ansässigen Veteranen sprechen. Alberic, Aravir und Gawain wissen mehr über ihren Beruf als jeder andere, den ihr wahrscheinlich treffen werdet. Und nicht zu vergessen Isobel. Die Fähigkeit, die ihr von ihr erhalten werdet, ist neben den Erinnerungen der Drachen die bedeutsamste Gabe, die euch in Leuchtenfeld zuteil werden kann. Also, die silbernen Augen, die rote und die anderen haben, machen es also möglich, Verstorbene zu sehen. Ganz recht. Man könnte es einen angenehmen Nebeneffekt der Drachenerinnerungen nennen. Ich weiß nicht, ob das ganz angenehm ist. Man sieht Tote. Ob das so schön ist, weiß ich nicht. Die lebenden Toten kann natürlich jeder sehen. Arme Seelen, die das Opfer von Nekromanten wurden. Wandelnde Leichen. Aber die Geister von lange Verstorbenen wahrzunehmen, ist eine wertvolle Gabe und wird sich öfter auszahlen, als ihr vielleicht denkt. Der Göttliche segne euch. Die letzte Dann Komponente reden wir mal für mit die den Leuchtkraft guten Torwall. Entzieht sich noch meine... Was ist los? Ihr seht aus, als hättet ihr einen Geist gesehen. Nice. Ach, das ist wahrer gespenstischer Humor. Darf ich vorstellen? Toral. Erzählt, Toral, wie ist es, tot zu sein? Nicht so toll, wie man denkt. Ich hatte gehofft, ich könnte mal richtig schön ausspannen. Aber nein. Du hast einen lustigen Kopf in der Mitte. Ich gehe immer noch meiner alten Arbeit nach. Nur, dass mich keiner meiner ehemaligen Kunden sehen kann. Sehr praktisch. Wohin geht der Geist vom Verstorbenen normalerweise? In die Halle der Seelen, natürlich. Sagt jetzt nicht, ihr habt noch nie etwas davon gehört. Tut mir leid. Es ist eine Übergangsdimension zwischen unserer Welt und der nächsten. Man erzählt sich, dass die Erinnerungen ausgelöscht werden, damit man das Jenseits ohne die leidvollen Erfahrungen aus diesem Leben betreten kann. Ja. Eine unnötige Maßnahme, wenn ihr mich fragt. Ich habe überwiegend schöne Erinnerungen an meine Zeit in Rivellon. Oh. Warum verweilt ihr noch hier, wo doch die meisten Toten im Jenseits sind? Die meisten Geister, die nach wie vor hier sind, haben noch etwas zu erledigen. Ihr starker Wille, nicht zu gehen, bis diese Sache aus der Welt ist, macht sie zu erdgebundenen Geistwesen. Okay. In meinem Fall war es die Leidenschaft für die Alchemie. Ich werde keine Ruhe finden, bis ich ihr nicht alle Geheimnisse entlocke. Da war es auch mal ein bisschen Zeit. Könnte allerdings noch eine Weile dauern. Genau. Ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. Yep. Die letzte Komponente für die Leuchtkraft entzieht sich. Ach, das ist die Gedenkflamme. Mit ein paar Brandstatuen und mit schön Feuer und... Oh mein Gott, es hängt. Nein, es speichert. Ach ja, genau. Was würde ich das Problem gemacht? Mit der Leuchtkraft lösen, aber nicht unbedingt die Schnellspeicher hinzugefügt. F9 ist beenden, F10. Quicksave wird vorbereitet.
Also habe ich jetzt einen Quicksave gemacht oder nicht? Ich glaube, ich habe jetzt einen Quicksave, oder? Für den Fall, dass ich mal verrecken sollte. Und dass ich nicht das so schön finde, kann ich mal wieder von vorne anfangen. Wer understand? Das Hühnchen hat mich angerempelt. Boah. Ja, den Part stelle ich nochmal runter, aber so was von. Aber Leuchtenfeld ist auch nicht wirklich der interessanteste Ort der Welt. Deswegen werdet ihr diesen 5 Minuten noch überleben. Wie ich sehe, habt ihr Morgana getroffen. Das heißt, wir können weitermachen. Tut mir einen Gefallen und denkt an etwas. Egal was. Aber sprecht es nicht laut aus. Darüber nachdenken, wie es wohl ist, einem Drachen gegenüberzustehen. Es ist nicht ungewöhnlich, Gefühle des Eifers und der Erwartung oder sogar Angst zu hegen, wenn sich jemand einem Verräter entgegenstellen muss. Ein Verräter? Überrascht? Ihr habt sicherlich schon von der Gabe des Gedankenlesens gehört, mit der Drachentöter gesegnet sind. Vielleicht fragt ihr euch auch, wie sie zu dieser erstaunlichen Fähigkeit kommen. Die Antwort ist einfach. Ich verleihe sie ihnen. Werdet ihr mir die Macht des... Wo ist die einzigartige Fähigkeit ihren Ursprung? Diese Fähigkeit wurde nur Drachen zuteil, bis eines Tages eine Schriftrolle mit diesem Zauber entdeckt wurde. Ein Drachentöter fand sie in den Trümmern eines Turms, der einst von Drachenrittern bewohnt war. Und seitdem benutzen wir sie. Werdet ihr mir die Macht des Gedankenlesens verleihen? Natürlich. Das ist einer der Gründe, warum ihr hier seid. Echt? Cool. Und jetzt haltet still. Und schaut mir in die Augen. Oh, noch mehr Kopfschmerzen. Mein armer Kopf hier. Bitteschön. Furchtbar. Mögen sich euch alle verborgenen Gedanken offenbaren. Testen wir das mal. Kostet ja sowieso nur eine Erfahrung, also scheiß auf. Netter Versuch. Aber jetzt wieder raus aus meinem Kopf. Nicht einmal Morgana kann meine Gedanken lesen. Oh. Aber gebt acht. Einen starken Geist kann man nicht so leicht durchdringen. Okay. Daher müsst ihr eure Fähigkeiten verbessern, wenn ihr diese Kunst perfektionieren wollt. Gehabt euch wohl. Ja, kein Problem. Fähigkeit Gedankenlesen ist schon aufgestiegen. Ich weiß zumindest, wem wir in Leuchtenfeld alles anreden müssen. Wie gesagt, ich habe das ja schon mal angetestet. Und versuchen, die Grafik hier so schön wie möglich darzustellen, was ja leider ein bisschen faily war. Das kurz noch mal einstellen. So. Deswegen nicht mal direkt deine Gedanken. Armer Geralt. Er ist so eine Leseratte, aber hat schon jedes Buch im Dorf verschwunden. Oh. Wenn ich das nächste Mal in die Stadt reise, muss ich daran denken, ihm einige neue Bücher mitzubringen. Also wie gesagt, Leuchtenfeld wird euch wahrscheinlich nicht so sehr interessieren. Also mir ist das zumindest nicht so wirklich so. Ich muss mal ein bisschen Hühnchen killen. So. Einfach aus dem Grund. Komm her. Ein weiterer für diese Gedankenlesenummer. Dieses neue Glänzen in euren Augen gefällt mir. Gut, lese mal deine Gedanken. Sonja ist so neugierig und will unbedingt wissen, was in meiner Truhe ist. Na, ja, so nice. Sie weiß nicht, dass ich den Schlüssel in der Nähe ihres kleinen Goblin-Lagers in der Arena versteckt habe. Okay. Euch auch. Bis dann. Ah ja, einen wunderschönen guten Tag oder irgendwie so was fortfahren oder irgendwas so scheint das. Wir haben jetzt Möglichkeiten zwischen... Wie meint das? Fertigkeiten? Ah ja. Wir haben Auswahl zwischen Magier, Krieger, Waldläufer, Drachentöter. Was ist ein Priester? Oh, da geht es sogar noch weiter. Schaden reflektiert. Ach du Gott. Ich glaube, man kann sich eine super gute Mischung machen. Ja, ich... Wundert nicht, dass ich Leuchtenfeld schon kenne. Was danach kommt, weiß ich nicht mehr so genau. Aber Leuchtenfeld habe ich einfach so oft gemacht. So. Und mal fortsetzen. Reden wir nochmal mit dem hier. Eure Augen strahlen heller als vor eurer Ankunft, Drachentöter. Der sieht aber cool aus. Gawain. Nee. Egal. Dann lesen wir seine Gedanken. Ich hätte meine Gedanken lesen können, Drachentöter. Und er verfügte nicht einmal über diese Drachenfähigkeit. Oh. Okay.
Mit wem habe ich das Vergnügen? Gawain ist mein Name. Gawain. Altgedienter Paladin vom Orden des Göttlichen. Cool. Mein Leben war immer der stählernen Klinge gewidmet. Ich lehre euch diese Kunst, sofern ihr es wünscht. Ja, ich will meine Fähigkeiten im Nahkampf zurückerlangen. Ausgezeichnet. Ich verleihe euch die Macht des Kriegers und ein ja, Schwert. Ja, denn ich will den Pfad des Kriegers wählen. Findet Sonja. Sie kümmert sich um Angriffsziele für das Training. Für den Anfang nehme ich erstmal einen Krieger. Man kann sich natürlich immer umentscheiden, wenn man will. So. Wir haben immer Auswahlmöglichkeiten bei einer erfüllten Quest. Und wir haben diesmal nur eine Auswahlmöglichkeit. Also nehmen wir Erfahrung. Ich finde Erfahrung einfach nur am besten. Ja, her damit. So. Jetzt korrigiere ich ein bisschen an der Einstellung und sage auf Wiedersehen.